Ich habe ein kleines Déjà-vu und zwar geht es heute für mich wieder in den Harz, wieder nach Ilsenburg. Letzte Woche war ich ja ohne Bike hier unterwegs. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das nochmal in der Infobox. Heute geht es für mich in ein brandneues Trail Center. Ich habe heute das Privileg, die Trails schon mal austesten zu dürfen. Ja, in 2 Wochen ist die Veröffentlichung und ja, ich freue mich. Let's go! Leute, wir sind jetzt hier beim ersten Trail-Einstieg und zwar ist das der Kammweg. Das ist wohl eine mittlere Schwierigkeitsstufe, also auch rot. Hat eine Länge von 2,38 Kilometer. Insgesamt 310 Höhenmeter müssen wir jetzt bewältigen und runterfahren. Hier sind nochmal verschiedene Symbole aufgelistet, wie ein Table aussieht, wie der Drop aussieht und auch nochmal generell zum Trailpark Harz einige Informationen. So, heute bin ich hier übrigens mit Sascha. Möchtest du dich vielleicht auch einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Sascha, bin als Trailbuilder im Trailpark immer ein bisschen dabei und auch in der Planung ein bisschen involviert gewesen. Haben jetzt hier seit über 2 Jahren das Ganze geplant. Am 7. Mai soll das Ganze jetzt aufmachen. Wir starten mit 3 Strecken, die werdet ihr jetzt im Verlauf des Videos auch sehen können. Und ja. Ja, dann starten wir mal mit der ersten. So, Sascha. Was an? Ja, let's go. Viel Spaß. Achso, hier kommt eben Baum. Das war aber immer noch so ein Problem hier. Ja. Sturmschäden. Hast du es gesehen? Ja. Ah, okay. Die Schrägwurzeln sind nicht mein Freund. Nein, aber es gibt hier doch nicht genug. Anspruchsvoll. Fahrt ruhig weiter. Okay. Alter! Super geil, das war jetzt glaube ich die erste Passage. Sehr anspruchsvoll, aber auf jeden Fall super spaßig. Super. Geht ab. Ja. Geht ab. Im Prinzip ist das Absturzgefahr, soll das bedeuten. Ja. Hier hat man das typische Huhn. Chicken Line. Chicken Line. Rechts. Rechts, genau. Ja. Die wollen wir uns aber nicht angucken. Nein. Die könnt ihr euch selber angucken. So Leute, ich wollte euch das jetzt nochmal eben von hier zeigen. Diese Brücke ist so hammerkrass gebaut. Schaut euch das bitte an. Und das einfach hier in so einem Trail Center, also ja, das erste Mal, dass ich über so eine Brücke gefahren bin. Hammergeil. Oh, ich glaube, mein Fahrrad ist besser.
Leute. Das muss ich euch zeigen. Schaut euch das an. Ja, was soll ich sagen? Also ich fahre jetzt die Checkline und Sascha fährt die richtige Line. Wie nein? Nein, nein, nein. Leute. Ohne Spaß, es geht da so runter. So steil. Und ich soll das fahren. Mein Bauch. Okay. Das wird schon. Ich mach das jetzt. Mein Bauch. Das ist schlimmer als Karussellfahrt. Okay. Wir machen das jetzt. Machen wir mal wieder hin. Okay. Dann bist du da. Ich bin hier. So, jetzt geht's erstmal ein kleines Stück nach oben. Ja. Nochmal lenken. Genieß die Aussicht. Ja. Und wenn ich den Sattel wieder runter mache, ja, dann geht's auch wieder runter. Ja, hier gibt es jetzt eine kleine Uphill-Passage. Aber jetzt nur kann man. Eine ganz kleine. Nur eine ganz kleine, ja. Gehört ja auch zu einem Mountainbike-Trail dazu. Finde ich auf jeden Fall. So. Halt. Ja? Ah, Baum! Sturmschäden. Alter, ich war eben so schnell. Adri ist hier ganz oben. Adri gleich Adrenalin. Gleich weiter? Yes! Geil. Ja, mega! Wow! Alter! 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 Hammer! Leute! Die Baumstumpf in der Kurve gegangen. Wie geil ist dieser Trail, bitte? Alter, Leute, ihr müsst hierher kommen, wirklich. Wie gesagt, Samstag in 2 Wochen ist die Eröffnung. Kommt her, fahrt diesen Trail. Leider ist es jetzt etwas windig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Nochmal ein extra Hinweis, keine Fußgänger. Und hier, richtig cool, ein QR-Code, wo man auch den Trailpark unterstützen kann. War das richtiges Deutsch? Nochmal. Also, hier gibt es übrigens auch einen QR-Code, womit man den Trailpark unterstützen kann. Also, scan, unterstützen, weiterfahren. So, viel Spaß.
wir sind jetzt übrigens unten angelangt. Also der Trail ist wirklich super vielfältig, spaßig, hat alles dabei. Hier ist es übrigens jetzt so, man kann auch, habe ich neu gelernt, loopen. Also ein Loop im Park fahren. Das heißt, es gibt hier eine gute Fahr- bzw. Schiebestrecke nach oben, die auch sehr gut mit Kindern zu bewältigen ist. Ich bin so sauer. Und dann kann man sich selber entscheiden, ob man einmal nach ganz oben loopt oder nur das letzte Stück nochmal fahren möchte. So, das war es jetzt auch mit diesem Video. Das war jetzt übrigens Teil 1 aus dem Trailpark hier im Harz. Ja, nächste Woche gibt es auf jeden Fall den zweiten Teil. Also schaut auf jeden Fall rein. Und nicht vergessen, Samstag in 2 Wochen ist endlich die Eröffnung. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es nun dort sehen. Oder ihr schaut bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten seht ihr gleich noch einen Trailer vom nächsten Video. Bis bald! Super spaßig, Leute, echt.